So, mein neues Handy ist da. Hatte ich ja gesagt, kommt heute. Ist dieses kleine hier. Im Vergleich zum großen sieht man, dass es einiges kleiner ist und leichter ist. Leichter ist, sieht man natürlich nicht, aber ich fühle es ja. Das ist ein. Sieht man das? Gigaset GS180. Preis, muss lügen, 69 Euro. Dieses ist so untere Mittelklasse, hat 200 Euro gekostet. Und dieses Kleine hier hat einen super Bildschirm, muss ich sagen. Also super klar und super scharf. Kann ich nicht meckern. Eher besser als das Größere. Ich kann sagen, also ich bin begeistert. Klar, damit kannst du am Schulhof keine Punkte gewinnen, aber will ich auch nicht. Da sind wir drüber raus. Nee, alles gut. Nur mal so, also es kann sich durchaus rentieren, auch so ein billiges Teil zu kaufen. Bin da kein Feind von. Das Ding hat schon ein System-Update gemacht, hat ein paar Minuten gedauert, hat sich wunderbar einrichten lassen. Ich habe die App installiert, schon vom Fliegen. Alles bestens. Kann also losgehen. Das kommt hier jetzt rein und geht viel einfacher da rein als das große. Und ist viel leichter. Das heißt, du musst nicht dauernd darauf achten, dass dir das Ding da vorne wegkippt, sondern du kannst super einfach schön steuern hier und kann da mein Video starten und fertig. Mehr will ich ja nicht. Das war das, was gewollt war und das leistet das Ding auch. Klasse, ich bin begeistert. Übrigens, den Akku kann man rausnehmen. Für den Fall der Fälle kann man bei diesem nicht. Man will uns ja binden quasi und fußfesselmäßig verfolgen können. Aber das ist eine Verschwörungstheorie. So, gut. Kurz und knapp. Also, das Ding heißt Gigaset GS180. Bisher keine Klagen.